Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Heute gibt es wieder eine coole Pop-up-Karte, aber eher an der Front ein Pop-up-Element. Und das ist eine Pop-up, also Cube-Tent-Karte. Das heißt, es gibt mehrere Würfel, die wie so ein Zelt wahrscheinlich, da so erkläre ich mir den Namen, herauspoppen. Die deutsche Umrechnung hat Annegret Franz für mich übernommen oder für uns alle, netterweise in einer WhatsApp-Gruppe von Karos Kreativ Club, und dafür danke ich ihr ganz herzlich. Und jetzt geht's los. Wir nehmen eine Grundkarte 14,5 oder 14,85 machen wir heute zur Sicherheit. Und falzen die bei 10,5 cm. Und jetzt nehmen wir eine Seite und falzen die nur bis zu unserer Querfalz. Die Grundkarte. Ganz ungewöhnlich, machen wir ja sonst eigentlich nie. Und wir falzen sie bei 4,6 cm. Und wir falzen sie bei 9,3 cm. Da haben wir das dann hier so ziemlich gedrittelt. Und jetzt schaue ich mir das mal an. Das sind 4,6 und 4,6 von der Richtung hier wäre genau ein Zentimeter weniger. Und den würde ich mir jetzt auch noch abschneiden, weil das ist dann zu viel, wenn wir hier unsere Streifen hinkleben. Ich habe hier schon mal einen vorbereitet. Ich halte den kurz hin, damit wir sehen, wo wir abschneiden müssen. Also die Grundkarte ist es, ich wiederhole es, dürft ihr jetzt kürzen auf 14 cm. Es ist 14? Ja, es ist 14 cm. So. Und das ist jetzt erstmal die Grundkarte. Dann brauchen wir für die Würfel drei Streifen 4,4 cm breit und 12,5 cm lang. Genau, 4,4 cm breit, 12,5 cm lang aus Farbkarton, also wie die Grundkarte. Und die falzen wir jeweils bei einem Zentimeter und bei 4,5 cm. Jeder Seite. Das heißt, wir haben oben und unten eine Klebelasche von einem Zentimeter rechts und links und dann 4,5 cm cm, da wird das dann quasi gedrittelt. Also 4,5 cm rechts und links. Und 1 cm rechts und links. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall dreimal. Und wir brauchen eine, damit das in der Mitte einmal erhöht ist, ein bisschen längeren Streifen. Der ist auch 4,4 cm breit, ist aber 16 cm lang. Genau. Und er wird genauso wie alle anderen Streifen bei 1 cm und bei 4,5 cm gefalzt. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, weil hier habe ich jetzt dann einen kleinen Denkfehler gemacht. Aber das macht nichts. Jetzt können wir nämlich schon ans Zusammenkleben gehen. Und die Karte funktioniert so, dass ihr den längeren Streifen, den ihr am Schluss,
den 16 cm langen, der kommt erstmal in die Mitte. Das heißt, wir bringen hier unten Klebstoff an, legen die Kante auf die Unterkante der Karte, möglichst genau, entweder im Liegen oder im Stehen. Und wir haben hier eine mittige von den Falzlinien Parzellen, da legen wir sie an und auf die obere Klebelasche geben wir auch Kleber, falten das erste Quadrat um und legen es komplett nach oben. Ein bisschen anziehen lassen. Das machen wir jetzt mit dem kleinen rechts und links auch. Unten Klebelasche. Es wird an gerade an die Kante gelegt. Der letzte Würfel wird runtergeklappt. Einmal vorher falzen. Jupp. Bisschen Flüssigkleber an die Kante und hochklappen. Und mit dem dritten machen wir das jetzt auch so. Weil ihr seht schon, wir haben jetzt dann hier so wie so ein Siegertreppchen, so Pop-up-Würfel. Und das wollen wir natürlich auf der linken Seite auch haben. Ups. Und das könnt ihr natürlich in jeder beliebigen Farbe machen. Ich habe mich jetzt hier für sehr buntes Designerpapier, Designerpapier Tagtraum entschieden. Und deswegen, da ist auch Weiß trotzdem mit enthalten. Und deswegen habe ich mir gedacht, klappt das doch hier am besten mit Grundweiß. So. Und jetzt bleibt hier noch einer übrig. Der darf hier in der Mitte raus. Also das heißt, bei diesem, jetzt haben wir hier einmal einen Falz, die alle haben. Bei der ersten Falz um unten kommt nochmal ein Würfelelement an. Die mittlere Falz ist es dann quasi hier. Dann machen wir wieder den Trick mit, oben wird ein Würfel abgeklappt. Es wird wieder auf die Klebelasche Kleber draufgegeben und er wird nach oben geklappt. So, wenn jetzt alles ein bisschen anzieht, müsste unsere super Karte eigentlich fertig sein. Ne? Und da seht ihr schon. Bisschen nach unten einmal drücken. Ups. Und mich hat das Ganze hier wie an eine Bühne erinnert. Und deswegen wollte ich es gerne mit unseren schönen Celebration Hippos bekleben. Und das machen wir jetzt auch. Hier habe ich 4 cm. Ich muss die noch ein bisschen kürzen, meine 4 cm Streifen. Rechts und links 4 cm Breite habe ich immer genommen. Und die Länge, schauen wir mal. Müssen wir jetzt mal hier messen. 7, also 6,5 oder 6,6 wäre eigentlich noch besser. Gucken wir mal. Also 4 cm mal 6 cm. Da bleibt ein großer Rand. Mir gefällt es aber sehr gut tatsächlich, weil ich will ja so ein bisschen so eine Showbühne simulieren. Und da hängen ja immer so Monitore. Und deswegen hätte ich gern diesen Monitor-Look, wo sich oft so Spiralen drehen. Und jetzt haben wir nochmal 6,6 cm, also 4 cm breit, 6,6 cm lang. Ist dann auch unser mittlerer rechter Bildschirm in Anführungsstrichen. Für die Nilpferdballerina. Ich habe die jetzt schon koloriert und ausgestanzt. Weil ich mir gedacht habe, wenn wir hier so viel zum Aufkleben und Dekorieren haben, ist es am Ende vielleicht leichter, wenn das schon erledigt ist. So,
Jetzt sind die Designerpapierstücke sind 4 mal, Achtung, ich probiere einmal erst aus. Ich denke nämlich 3 cm. Oh ja, 4 mal 3 cm. Ich habe gerade eine gute Idee, und zwar werde ich hier die Rückseite mit den Windrädern und dem Boden, und die Front gibt es, um diesen Bühnenlook noch schöner zu machen, in grün getupft. Also 4 auf 3 cm. Ich muss mir jetzt da leider jedes einzelne ein bisschen kürzen, aber ihr seid bestimmt auch noch am Schneiden, Kleben, Messen. Genau, und da seht ihr, kriegt man gleich so eine Dreidimensionalität. Und die Karte steht auch wirklich schön. Die könnt ihr auch üppig dekorieren. Ich glaube, je mehr Deko man auf die Würfel gibt, also wer Lust hat, kann auch noch eine Mattung machen, desto stabiler steht sie. Und man kann sie zusammenklappen und tatsächlich auch in den Briefumschlag reingeben und verschicken. Es kann natürlich sein, wenn ihr viel Deko macht, dass es ein bisschen, ich glaube 20 Gramm ist ein normaler Brief, ein bisschen mehr wird als 20 Gramm. Müsst ihr ein bisschen was drauflegen oder erstmal wiegen vorher auf jeden Fall. Aber was glaubt ihr, das ist nämlich auch eine Karte, die zieht man raus, da braucht man keine Erklärung, man muss nirgendwo ziehen, die kann man jedem schicken und jeder wird erstaunt sein, was da für eine komplette Kulisse aus der Karte rauskommt. So. Wenn ich es mir jetzt recht überlege, wäre eigentlich konsequent der rote Teppich in der Mitte. Bisschen Teppich habe ich. Ein bisschen Teppich habe ich. Machen wir mal. Wie viel brauche ich denn? 5. Also 1. 3 auf 4 cm sind wir immer noch. Jetzt bin ich mal ganz schlau und verwegen und schneide 2 Designerpapiere auf einmal. Dafür müssen die aber wirklich gut übereinander liegen. 3 cm. 1, 2, 3. Und ich freue mich schon richtig, da jetzt unsere Ballerina runterlaufen zu lassen. Die Showtreppe. Upsi. Und die letzte. Dann kann ich dieses Brett hier weg. Check. Und der Teppich wird geklebt. Wir fangen bei der Wand an. Das ist natürlich diese Faltlinien, die wir vorher geknickt haben. Die geben uns nur ein bisschen Orientierung, wo wir was hinkleben müssen. Das sind quasi Orientierungslinien. Die haben im eigentlichen Mechanismus nichts zu tun. So. Da, 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 da. Und dann habe ich mir überlegt, im Moment kriegen dann nach den Ferien viele Kinder ihre Abi-Noten, wenn sie es nicht schon haben. Viele machen Abschlussprüfung. Und da gibt's doch, ist das auch ein toller Anlass, um so eine Karte zu verschenken. Wir haben auch einen richtig tollen Spruch auf in diesem tollen Celebration-Set. Es ist ein Celebration-Set, das heißt, das könnt ihr nicht kaufen, aber ihr könnt ab 1. Juli bei mir bestellen. Bei 60 Euro Bestellwert oder pro 60 Euro Bestellwert kriegt ihr ein gratis Produkt. Und das kann entweder das tolle Nilpferd-Set sein oder die passenden Stanzen dazu. Oder ihr schaut mal in die nächsten letzten Videos, da gibt es ganz, ganz viele Produkte. Der Fuchsstempel ist auf jeden Fall noch dabei. So, jetzt ist ein bisschen die Überlegung, ich könnte hier auch noch, was machen wir, hier einmal eine Klebelasche,
könnten wir noch ein Mini-Pop-Up-Element. Dann nehmt ihr einfach einen Streifen, Mini-Klebelasche, legt ihn zusammen. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Und dann macht man hier so einen Würfel. Da könnte man jetzt hat, um nochmal einen Pop-Up-Effekt für das Nilpferd zu kriegen, die Nilpferddame dran kleben. Ich probiere es mal aus, weil dann lässt die sich nämlich auch mit einklappen. Das war jetzt ein bisschen zu wenig Kleber. Quetsch es mal ein. Oben und unten habe ich jetzt Kleber hin. Super. So, Auftritt Ballerina bitte. Star der Stunde. Auf Spitze tritt sie auf. Jetzt müssen wir da ihr elegantes Füßchen festkleben. Und natürlich in der Hand hat sie hier, das wird auch noch schwierig, diesen schönen Schirm. So, es ist gelungen. Ich lasse es mal kurz ein bisschen stehen. Und da haben wir noch die Groupies. Vielleicht hier den noch. Also man kann, es reicht eigentlich auch, wenn man nur die Ballerina hinklebt. Hoppa. Aber ich wollte euch gerne, mehr Nilpferde sind mehr Nilpferde. Da ist der Verehrer mit der Blume. So. Findet ihr es auch so süß? Freue ich mich richtig. So, jetzt kommt noch die Message. Du bist spitze. Hier vorne drauf. In Memento natürlich. Und da machen wir jetzt gar kein großes Etikett. Wir haben uns so viel Mühe gegeben mit der Karte. Da kommt jetzt ganz einfach noch Du bist spitze hin. Das schneiden wir ab und dann ist die Karte fertig. Alle Glückwünsche und Weisheiten, die man jemandem mit auf den Weg geben möchte, darf man innen reinschreiben. Wir haben nämlich eine volle Klappkarte innen zur Verfügung. Und ich freue mich schon auf den Überraschungseffekt, wenn die jemand aus dem Umschlag zieht. So, ihr seid auch spitze, wenn ihr die Karte nachbastelt und mich markiert. Ich freue mich total. Ganz viele, viele tolle, wie heißt's? Cube Tent Cards zu sehen. Und nochmal vielen Dank an die Annegret Franz, die das so schön ausgerechnet hat, damit wir das hier bequem in Zentimeter und für einen Briefumschlag geeignet nachbasteln können. Wenn ihr Stampin' Up! Produkte bestellen wollt und so euch vielleicht die, jetzt haben wir aber hier die Tücke liegt im Detail. Seht ihr es? Jetzt schaut hier nämlich das Nähpferd raus. Also, wenn ihr sie in den Briefumschlag stecken wollt, müsst ihr unbedingt hier vorne dekorieren. Dann wäre die ganz am Ende und der Spruch hinten hin. Das können wir jetzt vielleicht. Oh, ich glaube, ich mache sie kaputt. Also, wer sie in einen Umschlag quetschen will, auf jeden Fall hier die Ballerina ganz nach vorne. Als da an der Front. Ach, das machen wir jetzt noch schnell, oder? Was glaubt ihr? Ist nicht so schlimm. Oh. Okay. Einmal. Da kleben wir das nochmal drüber. Wir retten das. Wir retten es. Das ist jetzt bei der Verabschiedung aufgefallen. Das ist ja unglaublich. Also, da kleben wir jetzt einmal erstmal das Schild ab. Aber wir wollen euch das natürlich schon gescheit zeigen. Oder ich will es euch gerne gescheit zeigen. Einmal wieder nicht nachgedacht. Das natürlich, wenn man hier mittig was platziert,
So, schön, dass wir so ein unruhiges Papier genommen haben. Ich schaue jetzt hier gleich mal. Mein 3D-Effekt wird jetzt hier nochmal. Eins. So ist das, hm? Eins, zwei, drei. Einfach verstärkt. Schauen wir mal, dass so profan geht, wie ich mir das jetzt hier. Ah, wir brauchen sogar nur drei. Also eins, zwei, drei. Hier einmal eingekastelt. Brauchen wir noch ein bisschen weniger sogar. So, ne? Klebe ich das jetzt dran, dann ist es ein bisschen verstärkt. So, das ist ja der Boden. Wir kleben jetzt nur noch ganz nach vorne was. Ach, dann könnte man das aber auch eigentlich abbauen. Tschüpp, weil ich glaube, das wird nichts. Also Ballerina an die Front ganz vorne, wo alle Topmodels stehen. Ohne 3D-Effekt, aber den könnt ihr mit kleinen Elementen. Es muss halt nur so lang sein wie der Würfel. Dann passt es natürlich auch. Ne? Also die Ballerina an die Front. Und für diese unschönen Kleberspuren kram ich einmal in meinen Mülleimer. Habe ich hier noch die Reste. Beste Reste. Eins, zwei. Und eine Schere, hoffentlich auch. Hast du meine Schere hier? Also das ist doch gut, dass wir das jetzt noch gesehen haben. Da werden wir jetzt einige tausend Leute vor Frustration bewahren. Das ist falsch, falsch, falsch. Auch noch so einen gestreiften Gesellen hier. So. Also, die Ballerina muss ganz. Ah, dann geht es ja wieder nicht. Doch, so. Haha, man muss sie runterklappen. Auf jeden Fall runterklappen. Und dann können wir noch den Du bist Spitze-Spruch dahin kleben. Und dann wird alles gut. Haben wir hier. So. Also, jetzt haben wir es aber. Unsere Bühne mit der tollen Nilpferd-Ballerina. Für einen Umschlag geeignet. Ich wünsche euch total viel Spaß beim Nachbasteln. Vorher einmal zusammenklappen, wenn ihr dekoriert. Wenn ihr sie in Umschlag machen wollt. Wenn ihr nicht. Und das vielleicht sogar auf einem Geschenk stehen soll. Dann ist es egal. Schreibt mir doch, wie ihr die Karten findet. Wie ihr die Nilpferde, ob die euch gut gefallen. Wenn ihr bestellen wollt, auch aktuelle Produkte. Im Moment gibt es auch einen Ausverkauf vom Frühjahr- und Sommer-Mini-Katalog. Schaut unbedingt über die Infobox mal in den Shop. Erst seht ihr ein Bild von mir und dann jetzt shoppen, dann kommt ihr direkt in den Shop. Und ich freue mich, wenn ich mir einen Kommentar, einen Daumen hoch und ein Abo da lasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!